Doppel-EP ist doch ganz was Tolles. Es hilft nämlich Charaktere schneller hochzuleveln. Damit willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde Star Wars Republic. Es ist im Moment Doppel-EP-Event. Was für mich natürlich bedeutet, ich werde in nächster Zeit sehr viel leveln. Weil ja, das ist der einfachste Weg, Charaktere hochzukriegen. Ich muss aufhören, Deutsch und Englisch durcheinander zu würfeln. Das bringt mich selbst durcheinander. Aber wobei, manchmal bin ich der sicherer. Gut. Den Anfang macht Vindictus. Mein treuer Blitzhexer. Überleg mal, ob ich nicht demnächst ein cooleres Dichtchen finde. Ich rate mal, die sind 42, die kann ich in 30 Sekunden einsetzen. Wenn wir mit dem fertig sind. Nicht. Nee, auf dem Lift hier ist Hochspringen nicht so die beste Idee. Meine lieben Mitbürger. Die kommenden Tage werden schwierig werden. Ihr werdet Lügen über Unruhen und Angriffe auf unserem Boden hören. Aber unsere Welt ist geschützt. Nicht nur durch unser Arsenal. Auch die Kademimanische Garde patrouilliert durch die Straßen, um für unsere Sicherheit zu sorgen. Sehr gut. Fängt doch gut an. Direkt mal neue Mods, um das Lichtschwert zu verstärken, reinklatschen können. Ist doch schon mal ein sehr angenehmer Start. Sogar inzwischen Punkte. Mein Volk, hört nicht auf die Lügen im Holonetz. Es gibt keine Aufstände im Geschäftsdistrikt. Und die Raketenbatterien sind vollkommen sicher. Okay, da kriege ich keine neuen Fähigkeiten. Den packe ich mir allerdings schön mal mit direkt hier rein. Den wunderschönen Blitzstrahl, da freue ich mich schon darauf, den ordentlich zucken zu lassen. Euch mal. Komm, ich muss. Ja gut, ich war. Schön elegant auch. Auge spielt ja schließlich mit. Ah, damit kann ich das verstärken. Sehr schön. So muss es sein. Sehr gut. So gefällt mir das. Sonst irgendwas, was ich gebrauchen kann gerade? Brauche ich ein paar neue Ausrüstungsteile? Die brauche ich ja eh immer. Wenn wir sterben, werden wir eben aufgekratzt.
Komm, ich will ihn damit töten. Perfekt. Jetzt habe ich meinen Opener. Okay. Na, doch nicht. Okay, ich gehe hier drauf. Ich würde sagen, Tank vor. Gib dem noch was Hübsches mit. Ah, ich stehe nicht unter. Das ist sehr schön. Jetzt stehe ich doch unter Arrest. Jetzt nicht mehr. Gut, jetzt sorge ich erstmal dafür, dass der nicht stirbt. Diese Carbonitfalle kann man tatsächlich gegenhalten. Ein paar schöne Schüsse und dann hat sich der Fall. Ja, stimmt, jetzt kommen mir die ganz dicken Sachen. 148. Ne, 100. Wo wollen Sie hin? Alle Taxis brechen pünktlich auf. Liebe Mitbürger, manche von euch haben den Aufbau der Kardemimanischen Garde in Frage gestellt. Ihr fragt, wieso haben wir Fremde rekrutiert? Aber ich sage, wenn ein General Ortol für unseren Planeten kämpfen will, wäre es selbstsüchtig, ihm dieses Privileg zu verwehren. Das ist mir noch nie passiert. Das stimmt allerdings. In 90% der Fälle hat's keiner. Das stimmt. Ich musste bis jetzt häufiger das Taxi nehmen, als dass ich die Polizeifähre nehmen konnte. Gut, regen wir uns nicht über Kleinigkeiten auf. Schauen wir mal, was hier noch so Schönes bei rumkommt. Hier weiß ich ja, wo ich lang muss. Achso, ich den direkt da drunter. Ich habe die gerade gesucht. Okay, holt sie her. Ich hab was vor mit denen. Ich mach das mal. Oh, komm, 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 komm. Das war eindeutig. Brauchen wir nicht rupfen. Komm, also viele Schläge verträgst du eh nicht mehr.
ich jetzt daneben schieße, habe ich ein echtes Problem. Gut, der andere schießt für mich daneben. Damit hätten wir die Problematik dann auch geklärt. Immer positiv sehen. Gibt alles nur XP. Hättest nur warten müssen. Nur warten, bis ich dich aufgehoben hätte. Zeigt die mir. Ich gehe auch nicht zu nah ran. So, ich habe ja 35 Meter Range. Also zum Thema freizügige Outfits. Ich bin ja immer noch dafür, dass Frauen all das tragen dürfen, was sie wollen. Und wenn sie halt und sowas rumlaufen wollen, ich bin der Letzte, der was dagegen hat. Ach ja, die gute alte Tastatur, die den Geist aufgibt. Kann mir mit dir nicht passieren, ne? Baby, du hältst noch ein bisschen. Eindringlinge. Der Gouverneur mag sich in seinem Bunker verstecken, aber wir tun unsere Arbeit. Ihr kommt kein Stück weiter. Das beantwortet die Frage durchlaufend. Gut, du darfst gerne den ersten Schritt einstecken. Nicht so geil. Das hätte besser laufen. Danke. Ich geh weg und krieg dann den Schuppen aus. Danke. Komm, sind doch nur ein paar kleine daneben. Problem ist, er wird trotzdem nicht kommen. Weil da sind noch zwei Geschütze, die auf ihn warten. Das ist das andere Problem und die kriegen wir nicht deaktiviert.
Oder vielleicht auch doch nicht. Okay, wieso bin ich jetzt in Fight? Ich fahre gleich wieder nach oben und hole ihn. Würde ich mal sagen, der Darf und ich, wir kämpfen jetzt mal den kleinen Kampf hier alleine. Der hat so eine Hardcore-Machtregeneration beziehungsweise geringen Verbrauch, dann packt er wieder weg. Da kommt der Lift schon, sehr schön. Die gehören jetzt mir, Kinders. Hier General O'Toole an alle Truppen. Die Kommandozentrale wird angegriffen. Lasst nicht zu, dass der Feind die Kontrolle über die Raketenbatterien übernimmt. Waffen, Nebenheim, ist auch wichtig. Warum habe ich das gerade getan? Nee, hat nicht geklappt. Schade. Okay, die hat sich selbst. Hau drauf, hau da drauf. Guter Junge, guter Junge. Okay, ich glaube, ich kann. Oh, ich habe neue Punkte zu verteilen hier. Sehr hübsch. Unnatürliche Erhaltung organisiert mir mehr Heilung. Das klingt doch nach was Nettem. Ich kenne die gar nicht mehr aus. Ey, das ist ewig der, das ist mal. Ah doch, oder das Tempo für das nächste, aber das hat noch Zeit. Das hat noch nicht genug Power, um es wirksam einzusetzen. Natürlich auf die republikanische Flotte. Stimmt, das war Machttempo 5 Sekunden, Macht 3, Machtbarriere um 30. Okay.
Können wir? Ich habe im Krieg gekämpft, wertloser Abschaum. Glaubt ihr, ich hätte jetzt Angst? Weiter feuern! Hier drüben. Okay, fangen wir mal hiermit an. Weiter feuern! Ich glaube, wir sind hier tatsächlich sicher. Ihr habt tatsächlich gewonnen. Wer auch immer ihr seid, hört zu. Diese Raketenbatterien sind alles, was Kademimo beschützt. Ihr könnt mir die Kontrolle nicht entreißen. Hier spricht das imperiale Flottenkommando. Die planetaren Verteidigungen werden abgeschaltet und wir haben die Fähre des Gouverneurs. Nee, für 44 reicht das noch nicht, auch wenn ich es gleich abgebe. Gut. Doppel XP ist zurück. Ich freue mich. Ich werde natürlich fleißig Characters hochziehen. Da habe ich tatsächlich richtig Bock drauf. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.